gib mir die Freiheit wieder, löse meine Hände. Ich gab und behielt nichts zurück. Das sang Umm Kulthum 1966 in dem Lied Al-Atlal, Die Ruinen, ein Gedicht von Ibrahim Negi. Umm Kulthum gilt für die arabische Welt als eine zentrale Frauenfigur, die die Geschlechternormen des 20. Jahrhunderts umkehrte. Und von daher denke ich, sie passt als Einstieg ins heutige Thema. In der letzten Werkstatt besprachen wir die Arten von Repräsentation von Frauen in der polnischen Lyrik. Unser Ausgangstext war die Kritik von Anna Kalusza an Justyna Bargielskas Lyrik. Sie deutet die sadomasochistischen Züge in dem Gedichtband Nudelmann als Materialisierung männlicher Fantasie. In der Diskussion wurde angeregt, dass, wenn Lyrik feministisch gelesen wird, nicht nur die Lyrik, die von Frauen verfasst ist, in den Fokus gestellt werden soll. Ein vielgelesener Gedichtband, der ebenfalls von einer sadomasochistischen Metaphorik geprägt ist, aber von einem Mann, dem ägyptischen, kürzlich preisgekrönten Dichter Ahmed Abu Saleh verfasst ist, heißt auf Arabisch Gemel Kefir. Übersetzt würde der Titel Atheistische Schönheit heißen. Kefir bedeutet ungläubig im Sinne von einer übersteigerten Form von Verwerfung einer normalerweise übergeordneten Vorschrift. Die lexikale Bedeutung des Wortes konnotiert auch Bedeckung. Ahmed Abu Saleh publizierte 8 Bände im Selbstverlag. Sie sind schwer zu bekommen, trotzdem haben sie eine breite Leserschaft und Literaturkritiker erreicht. Er distanziert sich von der Literaturszene in Ägypten, heißt es im Banipal Magazin. Sein neuester Gedichtband ist letztes Jahr in einer spanischen Übersetzung erschienen. Gleich mit dem ersten Gedicht in atheistischer Schönheit wird das Setting einer verstörten Welt aufgebaut. Es sind bewaffnete Liebesgedichte, die eine Liebesbeziehung konstruieren, die gegen Zerstörung aus Eisen, Feuer und Blut halten soll. So beschreibt der Dichter sein Programm in einem Interview. Der Band erschien 2005 in Ägypten. Ob auf einen bestimmten Krieg Bezug genommen wird, ist weder den Gedichten noch den Nebentexten abzulesen. Eine Studie legt nahe, dass möglicherweise der Angriff auf den Irak gemeint ist. Aus den Gedichten weiß man, dass es ein Krieg ist, den man vom Fernseher aus mitverfolgte. Denn in Danke dem Krieg heißt es: Wenn du dich mit mir zerstreitest, tritt der Krieg aus dem Bildschirm heraus und versöhnt uns miteinander, füllt unsere leeren Teller mit dem Abendessen. Warme Waden mit Schuhen, Wurst aus frischen Fingern, Lippen von Liebhabern ausgeschnitten mit den Küssen. Als Nachspeise. Eine nicht gesprengte Rakete schleicht sich heran. Sie kennt deine Sehnsucht nach Mutterschaft. Sie schläft wie ein friedliches Kind in unserem Bett. Das Feuer streckt heraus seine Flammen, frisst auf deine Kleidung und wirft dich nackt in meine Umarmung. Hier, wie in den meisten Gedichten, wird eine geliebte Frau angesprochen. In der Beziehung erniedrigt sich an manchen Stellen das männliche Ich. Ach, würdest du mir sagen, dass du dich in meinem Herzen bewegst, sein Fleisch zermalmst, mit deinen Schuh absetzen. Davor löscht ein männliches, lyrisches Ich die Zigaretten im Herzen der Geliebten. Möglicherweise eine Anspielung auf Foltermaßnahmen, die auf Kriegsgefangene ausgeübt werden. Die Geliebte wird nur an 2 Stellen als Gewalttätige dargestellt, der Rest wird ausschließlich auf sie ausgeübt. Ich trinke dich vor dem Schlaf, du lebendes Pfundmilch. Ich sauge dein Blut ein, du kernloser Granatapfel. Ich werde von dir mit einem Löffel essen, du Torte mit 2 Rosinen. Ich werde dein Fleisch mit meinen Zähnen zerschneiden, schnipsle Zwiebeln auf dich, würze dich mit Pfeffer, koche dich in meinem Speichel und esse dich zu Abend. Ich werde dich im Kleiderschrank einsperren, dich hängen, an den Haaren, anstelle des Kronleuchters, deinen Hals mit meiner Hand erwürgen, dass du mir nicht verloren gehst. Und dann werde ich neben dir schluchzen, wie ein armer Dracula. Berücksichtigt man einen Vers am Anfang des Gedichts, in dem das lyrische Ich behauptet, dass es Blut nicht mag, so könnte man argumentieren, dass der schockierenden Darstellung in diesem Gedicht Sarkasmus und Groteske unterliegen. Über die Frauenrollen im Gedichtband äußerte sich der Dichter 2007 in einem Interview.
Die Frau in atheistischer Schönheit ist keine schöne Statue. Sie ist eine Partnerin auf Augenhöhe, manchmal sogar stärker, sagt er. Die Frau sei das wundervollste Wesen auf der Erde und als Dichterin entspreche sie seinem absoluten Ideal. Doch dann kritisiert er Frauenlyrik und sagt, die meiste arabische sowie internationale Frauenlyrik, die ich lese, reduziert die Lyrik auf eher Frauen als menschliche Zankereien und beschäftigt sich hauptsächlich nur mit dem uralten Konflikt zwischen Mann und Frau. Eine Dichterin sei für ihn Mutter des Lebens, standfest wie die Erde. Sie ist dazu fähig, den Kopf ihres Opfers auf eine Schulter und den Kopf ihres Peitschenders auf die andere zu legen und beide mit der gleichen Zärtlichkeit zu besänftigen. Ohne Beschuldigungen, ohne Hysterie. Anschließend zitiert er Lao Tzu. Die Frau besiegt den Mann mit Standhaftigkeit, indem sie unterhalb von ihm standfest liegt. Tatsächlich sind die Frauenrollen in den Gedichten divers und reichen von Mutter, Kämpferin, Retterin der Welt bis zur unterdrückende und unterdrückte Liebhaberin. Das männliche Ich und die Geliebte werden oft mit einer Metaphorik aus der Landwirtschaft und der Tierwelt beschrieben, wobei der größere Anteil der Frau zugewendet ist, wie hier aus dieser Liste sichtbar wird, die wie eine Einkaufsliste aussieht. Sie funktioniert auch als eine Einkaufsliste, denn die Frau kann man größtenteils aus dem Supermarkt anschaffen. Torte mit 2 Rosinen, gewürztes Fleisch, Brüste mit Marmelade. Nein, die sind nicht erhältlich. Es wird zur Rückkehr zum Ursprünglichen aufgerufen. Deshalb der Verweis auf die Naturtriebe, wie zum Beispiel bei Charles Baudelaire. Denn der Dichter sagt in dem Interview, dass die Gewalt von Baudelaire in ihm wohnt. Baudelaire schrieb in Les Fleurs du Mal, und wie eine Wölfin mit mütterlich drängenden Lüsten die ganze Erde getränkt an den schwellenden Brüsten. Der Sadomasochismus sei wohl als Rollenspiel gedacht, der die Unterdrückung, die ein männliches Ich im Kontext vom Krieg erlebt, auf einen anderen reflektiert. Der andere ist hier die Frau. Aber muss Krieg und Frieden an den Körper einer Frau demonstriert werden? Muss die Frau als der andere dienen? Der Dichter darf für seine Lyrik die Metaphorik, die sein poetisches Programm am besten darstellt, auswählen. Aber koppelt man das an die Beschreibung seines Frauenideals und seine Verurteilung der Frauenlyrik in dem Interview, so kommen die sadomasochistischen Darstellungen fragwürdig vor. Der arme Dracula in dem Gedicht bemitleidigt sich selber für seine Taten und sei es nur ironisch gemeint, es entspricht dem Frauenideal des Dichters. Eine Frau, die den Kopf ihres Peitschenden besänftigen soll. Ja, die Metapher bedeutet auch, dass die Frau wahrscheinlich diesen Peitschenden vorher geköpft hat, aber sie soll den Kopf besänftigen. Eine sadomasochistische Frau als Frauenideal. In einer verdrehten Logik könnte er gemeint haben, die Frau macht sich über den Mann lustig, indem sie ihn köpft und ihn danach besänftigt. Der Dichter gönnt einer Frau eine Rache. Aber er hat eine genaue Vorstellung, wie sie das machen soll. Wie sie schreiben soll. Alles andere ist für ihn Hysterie. Frauenlyrik, die seiner Vorstellung nicht entspricht, verurteilt er. Er verlangt außerdem, dass man einen Dichter als Kind und Träumer sehen soll, den man nicht bestrafen darf und ihm für seine Träume danken soll. Außerdem sind die Voraussetzungen für die Beteiligung an einem öffentlichen Gespräch über die Erotik in diesen Gedichten und überhaupt über Sexualität für die Frauen, in deren Sprache er schreibt, durch den gesellschaftlichen Rahmen nicht gewährt. Aus all diesen Gründen kann ich dem Dichter nicht für diesen Traum danken. Musik.